So, willkommen zurück hier auf dem Kanal von Cresenio. Ihr habt es schon im Titel gelesen. Let's Orakel. Der Fessel und ich, wir sind aus unserem Winterschlaf erwacht. Ja, wir haben Weihnachten auch nicht verpennt oder so. Und Fast. ja, so, du fast. Oh, ja, ich überlege gerade, nee, warte mal, spiele ich in Grün? Ich Ja, mag die grünen Trikots irgendwie. kann man Was spiele schwarz ich in spielen. Weiß? Schwarz ist, glaube ich, die Auswahl. Ich spiele in Grün. Leck mich alle. So, guck mal, beim Teammanagement hier. Gibt es da irgendwen? Den man einwechseln könnte. Gut, oh, ich könnte natürlich den Anders Guardado mal mit hineinnehmen, ne? Den haben Ja. sie ja neu verpflichtet. Den packe ich mal da Ja. raus. Aha. Wechsle ich irgendwas? Nordfight vielleicht rein? Nö. Der bleibt draußen. Ah, der Hilfer, der kriegt eine Chance hier gegen den Donati. Linker Verteidiger, rechter Verteidiger, alles super hier. Ja, Gladbach gegen Leverkusen heißt unsere heutige Paarung. Und das ist der Tabellenzweite, der auch nach diesem Spieltag wahrscheinlich der Tabellenzweite sein wird. Gegen Was war das denn? Gegen den Tabellenvierten, Fünften. beziehungsweise Fünften. Ach, Tabellenfünften. Zweite. Warum zeigt FIFA denn an, dass das Tabellenvierter ist? So, weiß ich nicht. Vielleicht sind da In der FIFA und letzten Saison war es nun wirklich eine bittere Pille. EA, 14 Minuten FIFA hätten sie und den also EA Faden und verlieren, die aber DFL nicht heute konform. beginnt eine neue Ja, man weiß es Spielzeit. nicht. EA hat einfach mal mehr Punkte verteilt. Und die Ja, Chance. Erstmal gut. hier ein bisschen Und Trick. heute Heimo Boah, Wasser schon boah. wieder. Los geht's. Die Gladbacher. Diesen Pass nutzt nur der Gegner. Hier Getarnt. liegt Einwurf. Auf dem Rasen. Ja, deshalb wolltest du die Raphael. grünen Trikots, ne? Ja. Wenn ich erst gar nicht sehe, wo. Kruse. Achtung, hier bahnt Wo sich ich wieder hier etwas durchgehen an. kann. Oh, der Nando. Ich sag's ja immer, das Spiel ohne Ball ist immens Boah. wichtig. Flanken Hier ist rein, Offensive ne? wie Ach, kommt der immer. Leno. Diese Das ist ja so ein Flanke bisschen wird das ihn Duell der verteidigen. Torhüter, immer. Auch Bernd Leno gegen Marc-André ter Stegen. Der ja nächstes Jahr wahrscheinlich bei Barca spielt. Ja, So wie es aussieht. brauchen auch mal was Alles Jüngeres. Ich gut. meine, da musste jetzt heute hier im Copa del Rey Halbfinale, ja, haben sie 2-0 gewonnen, stand Pinto im Tor. Das ist dieses hässliche Wesen, was inzwischen schon Wenn der 38 ist und Abiturient zweiter Torwart ist. antizipieren, Ja, er Sergio erschließt die Pinto. Situation Früher auch nicht. bei Hannover 96 im Mittelfeld. Ja, er kennt ihn nicht, Mit ne? seinem Kopf trifft, als hätte er es geahnt. Ach, du Kacke. Gladbach, was Fehlpass, macht ihr? Festival und jetzt der Und Kiesling. dann Der muss er Kiesling, spielen. der Kiesling kichert nicht. Oh, der Ter Stegen. Mutig. Ach, easy. Easy Game. GG easy. Guck mal hier, lässt er denn aussteigen, der Hermann. Die verstehen sich blind. Boah. Das sieht nach einer guten Kommt auf den Verbindung Kramer. aus. Der Kramer ist alleine durch. Kramer! Oh, Schießt schön das Ding ins geklärt. Eck, Mann, ey. Erster Aufreger. Was war das denn, ey? Da war der doch schon durch, der Pillemann. Das sieht aus, als hätte er den linken. Sieht aus, als hätte er gar keinen. Katastrophe. Also, so Vielleicht jetzt hat aus. er auch einen kleinen, man weiß es nicht. Oh Er wird Gott, gerade ey. deutlich. Heribert, mach doch was. Der Jetzt Heribert Song. startet der Kollege durch. Boah. Oh, die Leverkusener Abwehr wirkte ja in den letzten Spielen nicht immer so sattelfest. Oh, Ah, da kommt der Leno, Raphael, eine der den Ball Katze. noch rausholt. Der Nando. Raphael. So, es Ja, gibt die hier Sache Druck. ist, Schon Fössel wieder sagt, er hat seit der Platzangriff. letzten Aufnahme, die, keine Ahnung, im Jahre 8 vor Christus war, nicht mehr gezockt. Das stimmt. Das kann ich von mir nicht behaupten, aber leider seht ihr keinen Unterschied. Schon im Ich habe Mittelfeld auch ruft irgendwie der das linke Mann Gefühl, zurück. dass Das Schuss funktioniert gut und im Spiel Flanke bei gegen mir irgendwie vertauscht sind, warum auch immer. Franco am Ball. Ja, da hat sich jetzt dieses, Etwas ja, unkonzentriert nachdem hier. du so lange nicht mehr online warst, haben die automatisch Hermann. die, wirklich. Da ist es! Quatsch nicht so viel! 1:0! Borussia Mönchengladbach! Hans, Nando, Raphael. Und hier automatisch die Werkseinstellungen wieder. Ohne Scheiß. Passiert das? Kann das passieren? Ja, natürlich, genauso wie die roten Karten, Hexi. Also ich meine, klar, Werkseinstellungen, werden trotzdem noch
die richtigen FIFA-Einstellungen. Aber. Boah, Gladbach! Wie heiß seid ihr denn? Da ist das 2:0. Der Nando im Doppelpack. 2 Minuten später knipst er wieder zum 2:0. Schieß mich toto. Ja, und jetzt? Ja, ich rage-quitte gleich. Wer hast du da, apropos rage-quitte, hast du das mitbekommen mit dem, hier, komm, flank doch mal. Ach du Nutte, ey. Was habe ich mitbekommen? Hier beim Pokalspiel zur Copa del Rey, ne, da hat er Racing Santander, die waren ja... Scheiße, hätte ich da mal gepackt. Ja. Mein Gott, das war doch faul. Das war, sag doch mal, Schiri, da guck doch mal richtig hin, doch. Mach mal die Obstschale weg von deinem Kopf, von deinen Augen und dann... Oh, Gott, ein Turmtor. Ja. Hätte das feuern können, ne? War das Kiesling? Ja, irgendwie so. Ich habe nicht genau gesehen, wer es war. Ging mir zu schnell. Ne, da haben die Spieler ja, weil die keine Gehälter bekommen, haben die ja, das Spiel nach dem Anpfiff oder so direkt verlassen. Ach Quatsch. Ja, und dadurch wurde es dann, keine Ahnung, für den, halt für den Gegner gewertet, ne? Also 13-0. Witzig. Aber richtig so, ganz ehrlich, wenn du keine Kohle kriegst, würde ich auch nichts machen. Ist ja dann verarsche, ne? Ja, du spielst für nix, ne? Für Lau. Kruse. Ja, und ich meine, die haben ja auch Familien zu ernähren. Und ey, so, das war doch kein Abseits. Okay, das war eine Abseitsposition. Boah, der war aber weit im Abseits so. Ja, der Schiri konnte nicht gegen die Sonne gucken. Ja, kein Problem. Lenkt den Ball ruhig nach hinten weiter. Ist kein Ding. Was ist das denn? Dann Flanke in den Lauf. Hier und jetzt zack drin der Fisch. Schwick die Luzi, ey. Zack drin der Fisch. Und wieder Abseits. Und wieder Abseits, Heribert, ey. Sollst du nicht sich sondern. Alter, steht er weit im Abseits. Ich hab also, auch nur so Flaschen im, die nachrücken, ne? So Castro, ja gut, Castro, Kiesel. Aber vor allen Dingen. Alter, bist du ein. Raphael. Boah, ey, Schiri. Mach die Augen auf. Ja, du brauchst eine Sonnenbrille. Kruse. Kruse auf dem Granit Xhaka. Der ist langsam, aber hat einen Schuss. Oh, da wäre was dran angekommen noch. Deswegen gibt's Abstoß vom Kampf. Ist noch dran gekommen. Naja, ist er sogar noch. Hast recht. Wäre fast noch richtig dran gekommen. So wollte ich das sagen. Sie schaffen Anspielstation. Arango. So, Arango. Arango. Ein Versuch der Ballerung. Schiri. Boah. Boah, ja, könnte eigentlich noch eine gelbe hinterher geben. Für diese Aktion da. Sowas sieht man nicht gerne auf dem Platz. Ich sehe das voll gerne, aber ich verraff nicht, warum diese Spieler von Leverkusen hier nie an einem von deinen vorbeikommen hier. Wer kriegt jetzt als nächster? Geht aber auch ehrlich wieder wie. Ja, gut. Könnte man auch mal sagen, schwierig hier, ne? Ja. Er macht das Sie sind sehr entsetzlich langsam, diese Spieler von Leverkusen. Und sehr entsetzlich langsam im Denken. Ja, aber das mit dem langsamen Denken, das liegt ja an der Steuerung. Ja, ich bin schon gefühlt 3 Meter weiter als die. Also ich bin schon im Tor. Der Ball zappelt schon bei dir im Netz, aber das verstehen die noch nicht. Ich glaube genau, das ist das Problem. Dass du denkst, dass du schon weiter bist. Hey, Rot. Das war letzter Mann. Das war eine Vereinigung. Könnte man einen Freistoß geben, wenn sein muss? Ja, könnte man einen Freistoß geben. Habe ich hier keinen, der schießen kann? Ne, ich habe keinen, der schießen kann. Klar. Dann zirkel ich dir jetzt. Den Heribert. Ja, klar, genau. Oben rechts. Oh! Ja. Der war knapp. Trotzdem steht 2:0. Ja, danke, dass du das nochmal sagst, wäre mir gar nicht so aufgefallen. Durchaus verständlich. Ja, deswegen habe ich es ja auch nochmal wiederholt. Meinst du, es geht noch 2:0? Nee. Nee, da steht es 3:0! Wie hässlich ist das denn? Mohamed Sinse! Macht das Tor! 3:0, guck mal hier, zack! Den hätte Sepp Maier gehalten.
Seid falls ihr, wie der Thiago von Bayern, fast den Hit. Ja, jetzt wird's ein bisschen arrogant hier, ey. Fast wie der, ja, sah genauso aus, also. Boah. Ich sag nur, Leverkusen ist scheiße gestartet in die neue Halbzeit, also in die neue Hälfte der Saison. Haben ja auch das erste Spiel verloren, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Gegen Freiburg, ne? Ja, 2-1. Bei 2-3, glaube ich. 2-3? Ja, die haben ja, glaube ich, 2-0 geführt oder 2-1 und haben 3-2 verloren. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich möchte auch irgendwie jetzt keine falschen Informationen rausgeben. Aber hier gehen sie jetzt ja auch gerade unter. Ja. Boah, ist das wirklich? Deswegen spiele ich ja auch nur noch immer die, nicht die Favoriten mehr, sondern nur noch die Außenseiter. Ach so. Und weil dann kann ich ja sagen, ja, ist ja klar. So, ich muss hier aber gleich mal weg. Ach, ja. Irgendwie. Ja, der verzogen. Verzogen, wie ein verzogenes Kind. So, hier, habe ich hier irgendwas Schnelles so auf der Bank? Sydney Sam. Erstmal Rolf ist raus, Guardado rein. Sydney Sam rein für. Boah, wen packen wir da raus? Sam spielt nicht bei dir? Hat bisher nicht gespielt. Was spielt denn der? Was ist das denn für eine Aufstellung hier am Echt? Sieh zu. So. Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett hier. Ja, pass mal auf, wie ich jetzt aufdrehe. Okay. Guardado Sam. Und einen, den ich nicht aussprechen kann. Zafilidis. Tsatsikos. Okay, wo spielt er? Linker Verteidiger. Das wir jetzt gebracht haben. Der linke Verteidiger wurde hier gerade schon verarscht. Oh. Ecke, oder? Gibt eine Ecke, komm. Da war noch einer dran von dir. Na, der Leno. Ja, genau, der Leno. Der Bernd. Sie hier? Toller Pass, aber jetzt kann er Sam mal für den Marco. Ja, in den Gegenspieler reinlaufen. Und dafür kriegt er auch einen Vorteil. Oh, shit. Ja, war ein bisschen übermütig, der Kleine. Besten Dank. Oh, mach ihn doch. Pfosten hängen, du. So, Kruse, flanken rein jetzt hier. Der kommt gut. Boah. Oh oh. Castro. Ja, gut dazwischen gegangen. Toll. Ah, ganz easy game. Roberto Hilfer, toll. Ganz easy game hier. Gar keine Chance für Leverkusen. Komm mal, ein Schuss aufs Tor. Schuss aufs Tor, geil. War der erste oder der zweite? Ja, ich habe nur überhaupt zwei Schüsse gehabt. Okay. Aber jetzt hier, Kopfballtor. Ja. Ja, mit der Hacke. Ganz. Mein Gott, toll geklärt. Bender, was steht auch Bender da, ey? Üble Schusstechnik, sagt der Kommentator. Da hat er nicht Unrecht. Da hat er nicht Unrecht. Und überhaupt irgendein Pass mal an bei mir. Kruse! Oh, er braucht halt zu lange zum Aufladen. Ey, der bewegt sich nicht zum Ball, der Volldepp, ey. So, Arango. Das Spiel jetzt mal aufbauen hier ein bisschen. Ah, bleib stehen, da wäre noch nicht mal zu faul gewesen, ey. Ach so. Och, was war das denn? Alter. Ah! Boah, der kann mal einen hören lassen. Aus der zweiten Reihe. Ja, zweimal mache ich das nicht. Was machst du nicht? Den Pass dahin spielen. Ich habe es zweimal gemacht. Einmal hat es funktioniert, einmal nicht. Ja. Boah, seid ihr behindert. Ey. Er tritt mir jetzt das Gesicht aus der, danach ist Ende mit der Karriere.
ja, mit dem Aussehen. Mit dem gut Aussehen. Ja gut, der Heribert. Ne? Der Heribert sieht doch gut aus. Ja, eben. Danach sieht er nicht mehr gut aus. Oh Gott, ey. So, das Spiel jetzt etwas zerfahren. Gladbach hat natürlich einen Gang runtergeschalten. Ja, natürlich. Aber ich meine, da kommt ja auch nicht viel Gegenwehr, ne? Ja, ich habe auch schon 3 Gänge hochgeschaltet. Hast du noch nicht bemerkt, ne? Ich muss einfach nur wesentlich mehr labern. Dann kann ich sagen, dass ich natürlich... natürlich, genau. Lionel Messi. Heute geht alles. Juan Arango war das. Ja, hör ich ja. Lionel Messi. Verarme. Hey, was ist denn der Leno da? Türchen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber das war der Nando. Ach, der Nando. Sehen? Guck mal. Zack, vorbeigegangen und dann zack, zieht er einfach ab. Unten in der Ecke. So einfach ist das im Fußball. Ja. 4-0. Ja. 4-0. Ja, gut. Ist ja hochrealistisch. Also von daher, so ist das halt, ne? Ja. So wird das passieren. Natürlich. Schon wieder auf die Quote. Ja. Komm, ein erbärmliches Eigentor. Geschisse kriegen. Eigentor, Geschisse, Dings. Willst du echt ein Eigentor haben? Nur damit. Ich selber krieg ja keins hin. Boah, der Hermann. Hat sich da verlaufen irgendwie. Boah, da. Boah! Knappe Ding. Oh, das wäre natürlich was gewesen, wenn der gepasst hätte. Hammer! Eine knappe Ding. Das ist geil. Deswegen mag ich FIFA so, weil es ultra realistisch ist und sich einfach. Man kann es nie genug spielen. Ja, natürlich. Paul. Realistisch. Ey! Schiri! Castro. Guck mal, der Castro. Aber der Kiesling, ne, der hat auch einen Anzug, ey, jedes. Ja, da wieder Vorteil gewedelt, ey. Spielen, wie ich lustig bin hier, ne? Ja, selbst jeder behinderte Pass kommt bei dir noch an. Selbst die. Kruse! Da wollte er mich noch weggrätschen, die Sau. Und die rote Karte riskieren. Aber der Kruse lässt sich nicht vom Weg abbringen. 5-0! Eine Borussia! Es gibt nur eine Borussia! Borussia Mönchengladbach! Ich kenne den Song leider nicht, weil er andersrum geht. Oh, guck mal hier, der Nacken hoch. Oh, machen sie das halbe Dutzend voll? Sieht auf jeden Fall gut aus hier. Ein Granit Xhaka setzt seinen Körper ein. Ah, ey! 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 Kann ich nochmal? Da ist es! Nicht. Schade. 5-0. Ist das realistisch? Ach nein! Yeah, yeah, yeah! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Sven Bender! Hä? Ach, Martin Bender! Hans! Behindert? Sven Bender! Lars! Lars heißt er! Raphael! Gibt es noch eine Ecke? Ja, gibt es. Ja, weil der Leno so wie so ein wie der Lamberts läuft, ey, mit so seinen Armen am Wedeln ist, ey. Ach so, ja, genau. Tritt ihn aus dem Leben, ist ja auch kein Problem. Boah, 5-1 ist natürlich so eine Ansage. Spätestens nach dem 3-0 wäre ich hier normal gerage-quittet. Ja. So, ich schau mal kurz auf die Quote. Gib es nicht. Sieht gut aus. Jedes andere Ergebnis wäre das. 26er Quote. Ein 5-1 kann man leider nicht wetten. Verstehe ich gar nicht. Schade. Ja. Sind zu realistisch, das Ergebnis. Ja, sollen wir 4-1 sagen? Das letzte schenken wir uns. Nein. Das wäre eine 51er Quote, würde mehr machen. Ach, 4-1 macht mehr als jedes andere Ergebnis?
Vier, nee, das jedes, also das für die höchste Quote wären 4-3, aber ich meine, wenn ich jetzt sage, das letzte Tor von mir zählte einfach nicht, wo du mich umgegrätscht hast, würden Habe wir ich auf ja nicht. ja. Achso, ja, ach so, ja, natürlich. Zählt nicht, war abseits. Habt ihr ja gesehen. Ja, wenn wir auf eine 51er-Quote kommen, anstatt auf eine 26er. Ja, Wobei. geil. Ja, natürlich. Wir wollen Quote. Wir sind die. Qu kennt das. Wir sind nur auf Quote aus. Ja, und ein 4-1 ist natürlich deutlich realistischer als ein 5-1. Ja. Ja, gut. Ja, ich habe einen Torschuss aufs Tor, der war drin. Vielleicht sollte ich einfach nur in Zukunft mal auch mehr darauf achten, dass ich in der Defense mal ein bisschen besser stehe. Ja. So, was machen wir? Ja, mir egal, entscheid du. Du hast das Spiel gewonnen. Ich habe sowieso keinen Einfluss darauf, weil du das eingibst. Also ich bin viel zu deprimiert, als dass ich jetzt hier noch irgendwas machen kann. Okay. Da siehst du es schon hier wieder. 3 Punkte, Vössl HD. Plus 4 Torverhältnis. Ein Spiel. Ja, gut. War okay. Ja, ich sag, ich log dann ein, 4-1. Auf das eine Tor draufgeschissen. Ist halt noch ein Ergebnis, was man genau setzen kann. Ich finde das immer so ein bisschen blöd, wenn man jedes andere Ergebnis tippt. Deswegen sagen wir 4-1 und fertig. Aus die Maus. 51er Quote. Drückt uns die Daumen. Ja, wir sind raus. Anderes Spiel gibt es natürlich beim Fössl. Ich hoffe, das wird dann. Egal. So. Gut. Rein on. Tschüss.